Frida Kahlo und Diego Rivera. Sie, die Malerin der Selbstbildnisse, auf der Suche nach dem, was Mexiko ausmacht, von Schmerzen gepeinigt. Er, der treulose Frauenverschlinger. Der engagierte Künstler, der ganze Hauswände bemalt, wie ein Riese. Es ist die Geschichte einer Schönen und eines Biests, aber vor allem die zweier verwandter Seelen, geeint durch die Liebe zu ihrem Land. Mexiko, Sommer 1934. Er hat es nicht anders verdient. Diego, der Unersättliche, ist zu weit gegangen. Frida verzeiht ihm nicht, denn diesmal ist es ein doppelter Verrat. Ihr Ehemann hat ein Verhältnis mit ihrer jüngeren Schwester Christina begonnen. Frida, die schon so viele körperliche Verletzungen erlitten hat, muss nun einen Schmerz anderer Art stillen. Den ihres Herzens. Ich war in meinem Leben Opfer zweier schwerer Unfälle. Der erste geschah, als ich von einer Straßenbahn erfasst wurde. Der zweite, der mir widerfuhr, ist Diego. Der 17. September 1925 ist ein schöner Tag. Frida Kahlo ist unterwegs nach Haus. Die junge 18-jährige Studentin ist glücklich an der Seite ihres Liebhabers. Das junge Paar nimmt hinten in einem Bus Platz. Wenige Minuten später springt eine Straßenbahn aus dem Gleis und erfasst den Bus mit voller Wucht. Die Straßenbahn drückte uns an eine Mauer. Ich hatte keine Angst. Die Welt explodierte und ich war eine mit Blut und Gold bedeckte Tänzerin. Ich empfand nichts, denn ich war dabei, mich vom Leben zu lösen. Eine 4 Meter lange Haltestange war in meine Hüfte eingedrungen. Das abgebrochene Ende ragte aus meiner Scheide. Frida bleibt monatelang ans Bett gefesselt. Bewegungslos geht sie im Geist auf Reisen. Sie erforscht ihr Leid, entdeckt die Welt der Einsamkeit, sucht einen Weg hinaus. Ich lebe jetzt auf einem Planeten des Schmerzes, durchsichtig wie Eis. Es ist, als hätte ich binnen Sekunden alles gelernt. Ihre Mutter richtet ihr eine spezielle Staffelei über ihrem Bett ein. Ihr ganzer Horizont ist ihr eigener Anblick im Spiegel am Baldachin. Also malt sie sich selbst. Das Selbstbildnis in einem Samtkleid markiert den Beginn ihrer erzwungenen Konzentration auf das eigene Bild. Ich bin nicht tot und habe zudem einen Grund zu leben. Und dieser Grund ist die Malerei. Paris 1919. Im Stadtteil Montparnasse ist der 33-jährige mexikanische Maler Diego Rivera mit seinen Kräften am Ende. Zu viel Alkohol, zu viele Frauen, kein Geld. Diego Rivera hat soeben das Schlimmste erlebt. Den Verlust seines Sohnes, kaum 2 Jahre alt. Trotzdem arbeitet der Maler, er lebt seit 12 Jahren in Europa, ohne Unterlass. Mit einer außergewöhnlichen Energie und Ausdruck. Seine Strichführung ist sicher.
Mit seinen Bildern in den leuchtenden Farben Mexikos reiht er sich in die kubistische Bewegung ein. Er verkehrt mit der Pariser Avantgarde, hat Talent, aber keinen Erfolg. Zeit für einen Tapetenwechsel. (1920) hat die mexikanische Revolution gesiegt. Diego ergreift die Gelegenheit, um heimzukehren und endlich seinen Platz zu finden. Das Kultusministerium sucht Künstler, die die Bilder einer neuen Nation erschaffen sollen. Ihre Mission? Die Menschen Mexikos, zum größten Teil Analphabeten, zu erziehen und zu bilden. Ein Jahr später tritt Diego Rivera der Kommunistischen Partei bei und kreiert auf den Wänden öffentlicher Bauten eine ebenso persönliche wie engagierte Bildsprache. Ich möchte, dass meine Malerei das soziale Leben in Mexiko widerspiegelt, damit durch die Wirklichkeit und die Ordnung dieses Spiegelbildes des Authentischen den Massen die Möglichkeiten der Zukunft nahegebracht werden. Mexiko 1927. Seit ihrem Unfall hat Frida Kahlo nicht aufgehört zu malen. Eines Morgens packt sie ihre Bilder zusammen und fasst sich ein Herz. Sie sucht die Begegnung mit Diego Rivera, dem berühmtesten aller mexikanischen Maler. Es ist ein Sprung ins kalte Wasser. Frida fiebert Diegos Urteil über ihre Bilder entgegen. Ob sie denn weitermalen solle, will sie wissen. Frida Kahlo hat ihr Schicksal dem Blick des Malers unterworfen. Diego Rivera entdeckt Bilder von ungewöhnlicher Ausdruckskraft, mit sensibler Strichführung und leuchtenden Farben. Aber auch eine junge Frau von einzigartiger Schönheit. Sie trug langes Haar. Dunkle und dichte Augenbrauen trafen sich über ihrer Nase. Sie wirkten wie die Flügel einer Drossel. Wenige Tage danach trifft Diego Frida im Haus ihrer Eltern wieder. Zwar will sie seine Meinung zu weiteren Bildern hören, aber sie erhofft sich noch mehr. Lachend ergriff sie meine Hand und führte mich in ihr Schlafzimmer. Die Bilder, ihr Zimmer, ihre leuchtende Präsenz, all dies erfüllte mich mit einer wunderbaren Freude. Ich wusste es in dem Augenblick nicht, aber Frida war bereits zum wichtigsten Bestandteil meines Lebens geworden. (1928) hält Frida Einzug ins Werk ihres Liebhabers. Diego malt im Arsenal. Er stellt eine Frida dar, die an die aufständischen Arbeiter Waffen verteilt, während über ihr eine riesige rote Fahne mit Hammer und Sichel schwebt. August 1929. Frida Kahlo heiratet den Maler Diego Rivera in ihrem Geburtsort Coyoacán. Für Fridas Vater ist es die Vereinigung eines Elefanten mit einer Taube. (1,80 m, 150 Kilo, die Stimme eines Tenors, Metzgerhände. Es wird erzählt, Diego esse Menschenfleisch. Und mit Vorliebe das von Frauen. Doch die Schöne lässt sich nicht beeindrucken. Diego ist ein Riesenjunge. Mit freundlichem Gesicht und leicht traurigem Blick. Seine großen, dunklen und extrem intelligenten Glubschaugen sind ständig in Bewegung.
Frieda findet neben dem Maler Kraft und Halt, etwas, auf das sie sich endlich stützen kann. Bereits vor ihrem Unfall hat ihr das Schicksal übel mitgespielt. Mit 11 Jahren erkrankt sie an Kinderlähmung. Ihr rechtes Bein verkümmert. Der eine Fuß wächst nicht mehr. Frieda hinkt. Geht schief. Als sie größer wird, tut sie alles, um das verhasste Bein zu verstecken. Ich flüchtete in meiner Fantasie, stieg hinab zum Mittelpunkt der Erde, wo meine imaginäre Freundin jedes Mal auf mich wartete. Sie war agil und tanzte, als wiege sie nichts. Frieda sucht in ihrer imaginären Doppelgängerin und deren Gestalt eine starke, beruhigende Figur. Frieda ist glücklich. Sie verkörpert die perfekte Ehefrau in Gewändern, die sie für ihren Mann entworfen hat. Traditionelle Röcke, Schmuck, Amulette, Talismane, die sie mit ihren Wurzeln verbinden und die sie nie mehr ablegen wird. Frieda und Diego teilen alles. Den Nationalstolz, die Lust auf Freiheit, das Imaginäre. Die beiden Künstler malen ihre mexikanische Heimat voller Leidenschaft. Friedas Körper inspiriert den Maler. Und die junge Frau übernimmt seine Liebe für die Darstellung des Volkes. In El Camión stellt sie die verschiedenen Klassen der mexikanischen Gesellschaft dar. In der Mitte des Gemäldes zeigt Frieda eine Frau, die ihren Säugling stillt. Doch die scheinbare Zartheit des Bildes täuscht. Denn Friedas eigener Körper ist weitwund. Ihr gemartertes Fleisch erlaubt es ihr nicht, das Kind, das sie erwartet, zu behalten. Wir konnten kein Kind haben und ich weinte. Ich war untröstlich. Mama. 1930. Diego bricht auf, um Amerika zu erobern. Der mexikanische Maler wurde auserwählt, um in den Räumen der Börse von San Francisco mehrere Fresken zu gestalten. Diego malt wie entfesselt und entdeckt die amerikanischen Freuden. Dagegen langweilt sich in den USA. Irgendwann begreift sie, was es mit den langen Abwesenheiten ihres Mannes auf sich hat. Einmal mehr tröstet sie sich mit ihrer Malerei und dringt in ihrer Arbeit in neue Bereiche vor. In Luther Burbanks Porträt stellt sie erstmals nicht das Reale dar, sondern eine Welt, in der die verschiedenen Elemente organisch miteinander verbunden sind. Am unteren Ende zeigt das Bild einen Leichnam, in dem der Tod das Leben gebiert. Diegos Energie ist ansteckend.
Frieda eifert ihm nach. Die beiden Künstler fahren kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten. Die Aufträge für den Maler häufen sich. In Detroit, der Hochburg der amerikanischen Autoindustrie, gestaltet Diego 27 bis zu 14 Meter lange Wandgemälde. Er wendet seine ganze Energie daran, die industrielle und landwirtschaftliche Geschichte der Stadt in einer leidenschaftlichen Hommage zu erfassen. Doch die Fresken lösen eine Kontroverse aus. In einem von der Depression heimgesuchten Amerika bekommt der kommunistische Maler $20.000 für seine Arbeit. Diego lässt das kalt. Er liebt Amerika, seine Widersprüche und seinen Gigantismus. Frieda hingegen konzentriert ihren Blick auf extrem kleine Gemälde. In Selbstbildnis auf der Grenze zwischen Mexiko und den USA malt sich Frieda zwischen zwei Welten. Zwischen jener der Fordwerke mit ihren grauen Bauten und jener der Blumen und Wurzeln ihres Landes, die ihr so fehlen. Ich male Selbstporträts, weil ich so oft allein und die Person bin, die ich am besten kenne. Detroit, 4. Juli 1932. Frieda hoffte bis zuletzt, aber nach etwas über 3 Monaten Schwangerschaft erleidet sie eine Fehlgeburt. Ihr Traum vom Muttersein ist zu Ende. Im Henry Ford Krankenhaus beweint sie ihr totes Kind und all die, die sie nie bekommen wird. Frieda überträgt ihre Trauer auf die Leinwand. Ohne Umschweife greift sie Themen auf, die bis dahin als Tabu gelten. Entbindung, Verlust eines Kindes, den Schmerz einer Fehlgeburt. Es sind die ersten Pinselstriche, die sie zu einer feministischen Ikone machen werden. Noch nie zuvor hatte eine Frau die Leinwand mit einer derart zerreißenden Poesie bedeckt, wie Frieda es nach diesem Erlebnis tat. New York 1933. Diesmal ist Diego zu weit gegangen. Das Fresko, das er soeben für den Milliardär Nelson Rockefeller fertiggestellt hat, löst einen Skandal aus. Diego Rivera hat die Tyrannei des Kapitalismus auf den Mauern des Rockefeller Centers in Bilder übertragen. Ein Arbeiter bedient eine komplexe Maschine. Die Bourgeois spielen Karten. Daneben Leo Trotzki und Karl Marx, die Leitbilder seiner sozialistischen Ideale. Und als sei das nicht genug, Lenin, der die Hände schwarzer und weißer Arbeiter ineinander verschränkt. Nelson Rockefeller ist außer sich. Er verlangt von Rivera, die Gesichter der kommunistischen Idole zu übermalen. Doch der weigert sich. Er will seinen politischen Überzeugungen treu bleiben und, vor allem, Frieda nicht enttäuschen. Das Paar wird aus dem Rockefeller Center hinausgeworfen und das Fresko wenige Monate später zerstört. Zurück in Mexiko. Diego ist wütend und hat seine Enttäuschung über Rockefeller noch immer nicht verwunden. Also reproduziert er das Fresko an den Wänden des Palastes der schönen Künste in Mexiko-Stadt und fügt Rockefeller, den parasitären Bourgeois, hinzu. Frieda hat von Diegos Liaison mit ihrer Schwester erfahren. Daraufhin wendet sie sich dem revolutionären Idol ihres Mannes, Leo Trotzki, zu.
Der hat in Mexiko politisches Asyl gefunden und das Angebot von Fridas Eltern angenommen, im Casa Azul zu wohnen, dem Anwesen der Carlos. Die Malerin beginnt eine leidenschaftliche Beziehung mit dem kommunistischen Revolutionär. Fridas Rache duftet nach Laster und Freiheit zugleich. Frida und Diego schlagen ein neues Kapitel ihres Lebens auf. Ohne Rücksicht auf Tabus und Schranken dehnen sie die Grenzen der gesellschaftlichen Konvention immer weiter aus. Frida trinkt, raucht, hat Sex. Mit Männern, mit Frauen. Diego sammelt wie eh und je Eroberungen. Doch 3 Jahre der Eifersucht, der Ausschweifungen und der gegenseitigen Schläge unter die Gürtellinie haben ihn erschöpft. Am 6. November 1939 wird das Paar geschieden. Wir waren 10 Jahre verheiratet. Wir liebten uns immer noch so sehr. Aber ich wollte einfach frei sein, um mit all den Frauen, auf die ich Lust hatte, zu tun, wonach mir war. Frida verwandelt sich, schneidet ihre Haare ab, bekennt sich zu ihrer maskulinen Seite. Aber sie verzichtet auch auf einen Teil ihrer selbst. Nun fühle ich mich gebrochen und allein. Und ich habe das Gefühl, dass niemand so gelitten hat wie ich. Dezember 1940. 13 Monate nach ihrer Scheidung heiraten die beiden Künstler erneut. Ihr Bund scheint unverbrüchlich. Die zweite Ehe funktioniert gut. Wenig Streitereien, eine bessere gegenseitige Verständigung. Wäre meine Gesundheit besser, könnte man sagen, ich sei glücklich. »1944. Der Schmerz lässt von ihr nicht ab. Er erschöpft sie, aber er nährt sie auch.« »Todos me dicen la negra llorona, negra pero cariñosa. Todos me dicen la negra llorona.« Frida malt die gebrochene Säule. Sie stellt sich ihrem Leid, würdevoll, aufrecht. Und doch scheint es, als könne sie jeden Moment zusammenbrechen. Man hielt mich für eine Surrealistin. Das ist falsch. Ich malte niemals Träume. Was ich abbildete, war meine Wirklichkeit. 1950 erreichen Fridas Schmerzen den Gipfel der Unerträglichkeit. Sie muss 7-mal hintereinander an der Wirbelsäule operiert werden. Die Medikamente zehren an ihr. Und der Alkohol fördert ihre Dämonen zutage. Doch Diego wacht über sie. April 1953. Frida kann nicht mehr aufrecht stehen. Der Wundbrand hat ihr Bein erreicht. Es muss bis zum Knie amputiert werden. Wozu sollte ich Füße wollen, wo ich doch Flügel zum Fliegen habe? Ich hoffe, der Ausgang wird fröhlich sein und hoffe, niemals wiederzukommen. Am 13. Juli stirbt Frida im Haus ihrer Familie. Sie wurde 47 Jahre alt. Sie hat nie aufgehört, in ihren Werken das Leben zu feiern. Viva la vida ist ihre letzte Botschaft.
Drei Jahre später erliegt Diego in seinem Atelier einem Herzinfarkt. Sein letztes Gemälde scheint auf das Fridas zu antworten, wie ein Echo. Diego in meinem Urin, Diego in meinem Mund, in meinem Herzen, in meinem Wahnsinn, in meinem Traum. Im Löschpapier, in der Spitze des Kugelschreibers, in den Bleistiften, in den Landschaften, in meiner Nahrung. Im Metall meiner Stützen, in meiner Fantasie.